Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 19. Juli. Gut, und wir beginnen am heutigen Mittwoch zunächst mit dem Tageschart im S&P 500, wo wir hier den starken Aufwärtstrend bereits erkennen können. Wir konnten am Vortag ein neues Verlaufshoch bilden bei 4.566 Punkten, notieren deutlich über dem 10er EMA der hellblauen Linie, die aktuell ungefähr bei 4.500 Punkten notiert. Solange dies der Fall ist und auch in Korrekturen der 10er EMA weitgehend verteidigt werden kann, das bedeutet hier bei Korrekturen es nur zu einem leichten Durchbruch nach unten kommt, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen kurzfristig zu rechnen. Im großen Bild ist die Lage trotzdem weiterhin total überkauft im S&P 500. Hier deutet sich eher ein Kursrückgang an, der dann auch relativ schnell eintreten könnte. Also es könnte dann auch relativ schnell zu einem Abverkauf kommen. Aber trotzdem, solange wir hier im kurzfristigen Bild über dem 10er EMA notieren, sind eher weiter steigende Kurse zu erwarten. Gut, wir machen dann direkt weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Wochenchart, wo wir unverändert hier um den oberen Fibonacci-Fächer herumpendeln. Wir konnten am Vortag bei 16.134 Punkten aus dem Handel gehen. Damit hier direkt an diesem Fibonacci-Fächer vorbürstlich notieren wir am heutigen Mittwoch wieder etwas tiefer, aktuell im Bereich von 16.120 Punkten. Solange wir hier nicht nachhaltig nach oben durchbrechen können und diese Seitwärtsbewegung der Vorwochen an diesem Fibonacci-Fächer weiter fortsetzt, trübt sich auch hier im DAX dann die Lage im großen Bild weiter ein. Kurzfristig könnten wir allerdings weiter ansteigen bzw. hier eine weitere Seitwärtsbewegung durchführen. Dabei hängt auch sehr viel vom weiteren Verlauf im gerade gezeigten S&P 500 ab. Können wir nachhaltig über den Fibonacci-Fächer nach oben durchbrechen, dann wäre der nächste Anlaufbereich erneut hier das Verlaufshoch bei 16.427 Punkte. Gut, dann kommen wir zum Tageschart im DAX, wo wir uns unverändert hier an der unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals aufhalten, sowie etwas über dem 10er EMA im Tageschart. Auf der Unterseite haben wir eine massive Unterstützung in Form des 10er EMAs sowie auch des 50er EMAs. Der 10er EMA notiert bei 16.000 Punkten im Tageschart, der 50er knapp darunter bei 15.935 Punkten. Und zudem haben wir dann auf der Unterseite die nächste wichtige Unterstützung im Bereich von 15.920 Punkten. Wir werden sehen, ob wir hier weiter ansteigen können, dann nachhaltig hier an der unteren Trendkanalbegrenzung nach oben abprallen können oder ob es dann doch noch zu einem Rücklauf kommt und möglicherweise dann auch hier zu einem Durchbruch erneut aus dem steigenden Trendkanal. Der Abwärtstrend ist übergeordnet weiterhin im Takt mit einer Kette von tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs. Gut, und abschließend kommen wir dann wieder zu unseren Markierungslinien für den Long- und Short-Bereich. Der Short-Bereich befindet sich auch am heutigen Mittwoch unverändert zwischen 16.200 und 16.250 Punkte und der Long-Bereich dann zwischen 15.800 und 15.850 Punkte. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call. Wünsche Ihnen auch viel Erfolg im heutigen Trading und bis morgen.